Die Innenminister von Bund und Ländern setzen ihre dreitägige Herbstkonferenz fort. Heute geht es um den Umbau des Verfassungsschutzes nach den Ermittlungspannen im Fall der Neonazizelle NSU. Außerdem beraten die Minister über die Cyberkriminalität. Die Zahl der Fälle, in denen etwa Kreditkartendaten missbraucht werden, steigt weiter. Die Ermittler sind dagegen meist machtlos. Es ist millionenfacher Alltag. Bezahlen per Kreditkarte am PC, einfach für den Verbraucher, für Betrüger weltweit aber die Chance zum Datenklau. Gering ist die Wahrscheinlichkeit, dabei erwischt oder gar bestraft zu werden. Wir haben ganz viele Straftaten, zum Beispiel aus dem afrikanischen Bereich, im Betrugsmilieu. Diese Staaten kriegen noch nicht mal ihre eigene Wirtschaft auf die Reihe. Und dann sollen wir von denen verlangen, dass sie auf ihre Firmen dort, die Internetserver anmieten, auch noch Einfluss nehmen, dass dort alles korrekt läuft. Das ist sehr, sehr schwierig und ein sehr langer Prozess. Ermittler können meist nur versuchen, Schritt zu halten mit den Online-Betrügern. In Osnabrück etwa gibt es eine eigene Ermittlungsstelle für Internetkriminalität. Deren Staatsanwälte kommen allerdings meist nicht hinterher. Ja, unser Problem ist die fehlende Vorratsdatenspeicherung. Im Bereich Datenmissbrauch stellen wir im Augenblick etwa 90% aller Verfahren ein, weil die Daten bei den Providern nicht mehr gespeichert werden. Die Politik könnte die Vorratsdatenspeicherung wohl nun einführen. Dazu noch ein Appell. Uns kommt es darauf an, dass die Sensibilität gesteigert wird, damit mehr Cyberstraftaten verhindert werden können, durch gute Prävention, durch guten Schutz der PCs. Am sichersten surft aber der, der am wenigsten Daten preisgibt. Die beste Methode gegen Internetbetrug.